Hallöchen zusammen zur nächsten Mod-Vorstellung. Ja, heute haben wir hier ein IMT 533 und 533 DV. Der Mod hat eine Größe von, ja, sagen wir mal so, 34 Megabyte und der Sound ist echt genial. Also der ist echt super. Hört sich gut an, 40 super, so richtig schön alt und knackrig, also einwandfrei. Wir gucken uns auch mal kurz den hier an. Wir haben uns natürlich schon beide gekauft, logischerweise, um das Ding mal ein bisschen Probe zu fahren. So sieht er aus. Also, ich würde sagen, ist ziemlich gut gemacht eigentlich. Ich bin mal gespannt, wie er sich ja, Maximalspeed sich anhört. Wie gesagt, es ist er. Ein bisschen was einzustellen geht auch, aber kommen wir erstmal zu den PS-Zahlen. 35 PS, 35 Liter Sprit und 31 km/h. Schnell 15 erscheint bei der Feldarbeit, aber das gucken wir, können wir leider nicht testen. Das müsst ihr dann mal selber probieren, was das dann ist, ob das ein bisschen anzeigefährlich ist. Kann euch auch sein. Und gut, fangen wir mal an zum Einstellen. Wie gesagt, das ist jetzt der normale ohne DV. Forstbereifung. Dann haben wir 100 Kilo Frontgewicht und wieder Standard. Reifenhersteller wäre möglich mit Lizard und Kultur, Tor, Lizard wäre alte Reifen, neue Reifen, genau, die zwei funktionieren, Design wäre mit Standard, dann hätten wir die Kotflügel da dazu, die, den Überrollbügel da oben drauf und dann kommt noch die, ja, halb offene Kabine oder mehr, das Dächle, ne? Sagen wir es mal so auf gut Schwäbisch, das Dächle und dann kommen wir einfach nur dazu mit der richtigen Kabine, die dann halt so aussieht. Ne? Ganz schlicht, ganz einfach, aber trotzdem echt in Ordnung. Der Mäher, jetzt kommt das Tolle, er hat auch noch einen Mäher. Man kann es konfigurieren, für 1200 bekommen wir hier noch ein Mähwerk dazu. Das auch funktioniert. Ich habe es zwar noch nicht mähen lassen, aber es geht zumindest an. Macht auch einen leichten Sound. Frontlader hätte man auch. Ja oder nein, sieht dann so aus. Und ja, dann können wir unten noch Folgendes machen. Lichter können wir mit Gelb oder mit Weiß einstellen noch. Und das war dann bei diesem IMT dann die ganze Sache schon mal. So, gehen wir zurück, gucken wir den DV an. Den DV, 35 PS, 35 Liter, 31 km/h haben wir die 15. Der sieht übrigens dann so aus. Ich gehe mal kurz ein bisschen rum. Aber sieht auch schon ein bisschen gebraucht aus so. Man könnte es meinen, ein bisschen, ja, ein bisschen rostig hier noch ein bisschen. Hier vorne auch ein bisschen rostig. Ja, aber auch dieser, wie gesagt, einen tollen Sound. Gucken wir mal. Konfiguration. Standard. Dann haben wir hier Frontbefestigung. Ich glaube, ich habe vorher gesagt, Frontbefestigung. Frontgewicht 100 Kilo. Und wieder Standard. Design mit Kotflügel hinten. Den Überrollbügel. Das Dächle. Ne? Und die Kabine. Ne? Wieder Standard. Mehr. Natürlich auch hier anbaubar. Frontlader. Auch anbaubar. Und dann hätten wir hier unten noch die Lichter gelb oder in weiß. Genau. So. Ich habe natürlich schon mal zwei gekauft. Na, man kennt mich ja. Hier, das sind die normale ohne DV. Der hier jetzt mit dem Überrollbügel. Sieht dann so aus. Ihr seht auch hier schon. Hier könnt ihr euch auch schon austoben. Mit ja. Mit Simple ISD, da gucken wir gleich nochmal genauer hin, was wir machen können. Normalerweise müsste das Vorheizziel von außen auch schon funktioniert. Leider tut es jetzt gerade nicht, wie ich das will hier. Die Türe, ja gut, es ist hier keine Türe drin, deshalb geht es auch nicht. Also gerade eben funktioniert es nicht. Vorheiz war es funktioniert auf jeden Fall. Wir gucken es gleich mal drin an. Hier auf jeden Fall mal die Kabine dazu. Hier ein bisschen verwaschen, bis es vom Alter kommt, ist die andere Frage. Keine Ahnung. Aber, jo. Wie gesagt, so sieht er aus. Ich mache mal kurz Licht an, dass man es vielleicht ein bisschen besser sieht. Genau. Und hier ist dieser DV. Frag mich bitte nicht, was das heißen soll. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin voll raus. Wer es weiß, kann es ja in die Kommentare unten reinschreiben. Ich bin da völlig raus. Ich stelle bloß vor. Genau. So. Hier wäre jetzt eigentlich die Türe, ihr seht, ich kann die Türe jetzt hier öffnen, aber es ist halt auch keine Türe dran, ne? Deshalb klappt es nicht. Deshalb springen wir jetzt einfach mal in diesen hier rein. Von innen sieht es jetzt so aus,
Klar, keine Kabine. Die Hupe betätigen wir mal kurz. Standardtypchen. Und dann haben wir hier praktisch die Kombination mit hier öffnen. Oder man kann hier auch das ganze Ding aufklappen. Auch eine feine Sache. Oder einfach wieder alles hier zuklappen. Genau. Hier würde jetzt die Tür aufgehen. Das geht natürlich nicht. Hier könnt ihr noch den Werkzeugkasten öffnen, wenn ihr das wollt. Das ist natürlich auch machbar. Hier hinten wäre jetzt natürlich das hintere Fenster zu öffnen. Können wir natürlich auch nicht. Und hier natürlich auch die Sache mit der anderen Tür. Geht natürlich jetzt hier auch, wenn wir auch keine Türen haben. So. Ihr könnt jetzt mit X, zum Beispiel bei mir, hier das mehrmals runterklappen. Das funktioniert. Es geht natürlich noch nicht anzuschalten. Das macht ihr dann praktisch mit. Bei mir ist es zum Beispiel Strang rechts. Bei euch könnt ihr es auch B oder so. Oder bei Traktor anschalten. Würde es dann gehen? Wir machen jetzt einfach mal den Motor an. Und jetzt, ihr seht, es gibt auch einen Sound. Also würde wahrscheinlich funktionieren dann, wenn ihr hier Gras mähen wollt. So, X wieder und die Sache ist geritzt. Gut, dann wollen wir mal ein paar Meter fahren. Machen wir das oben mal wieder weg hier. Da ist kein Frontlader dran, deshalb können wir hier nicht viel machen. Ich habe gerade mein Licht angemacht. Hier ist das gelbe Licht. So sieht es von innen aus jetzt. Die Zeiger ist jetzt auch der Hebel hier funktioniert. Auch der Zeiger funktioniert hier schön. Ja, Füße, ne? Das klappt alles soweit. Sehr schön. Lenkrad wird auch sehr, sehr schön gedreht. Also auch gar kein Problem. Hat auch, wie gesagt, einen schönen Sound, also. Macht auch Spaß, den Kleinen hier durch die Gegend zu fahren. So, dann gucken wir uns mal noch den mit der Kabine an und vor allem auch den anderen, den DV. So. Aber bevor wir das jetzt machen, gehen wir mal kurz noch ins Dunkle. Gucken wir mal, ob die Lichter hier funktionieren soweit. Also Licht, ihr seht, das ist das gelbe Licht. Hier funktioniert einmal Licht. Zweimal Licht, dreimal Licht, dann der Fernlicht hier, wie es aussieht. Und dann ganz aus. Innen drin sieht es dann so aus. Auch schön beleuchtet hier. Fernlicht, einmal Licht, zweimal Licht, dreimal Licht ist dann Fernlicht. Geht ein bisschen weiter hier. Passt soweit, genau. Gut. Die Blinker. Ihr seht, auch die funktionieren hier auf der Seite. Und auf der anderen Seite funktionieren auch. Warnblinker funktionieren natürlich dann auch. Ja, von dem her eine feine Sache, das. So, gehen wir zurück ins Dunkle, ja, ins Helle. So. Genau, hüpfen wir mal noch kurz in die Kabine hier rein. Gucken mal, wie das innen drin hier aussieht. Also ihr seht, hier könnt ihr jetzt zum Beispiel auch die Scheibe hinten aufmachen. Das ist hier ja dran. Hier könnt ihr jetzt praktisch auch die Türen aufmachen. Die können natürlich auch von außen aufmachen. Das funktioniert natürlich auch. Kein Problem. So. Gut. Machen wir mal den an. Ihr hört, der Sound ist gerade lauter geworden. Und ein ganz kleines bisschen leiser geworden. Also es funktioniert hier auch. Und auch vom Fahrsound. Auch hier funktioniert das. Können wir mal schön den Frontlader testen. Was ich jetzt noch vorher nicht getestet habe, war, ob das hintere funktioniert. Wir probieren es mal. Auch wenn es übertrieben ist. Ich glaube, das wird wahrscheinlich schon funktionieren. Aber ja, er bleibt unten zumindest mit Gewicht vorne dran. Das würde wahrscheinlich funktionieren. Die Kabel stecken wohl auch drin. Zumindest ein Kabel. Ja, ein Kabel ist drin, das andere ist nicht drin.
mal unser Frontlader kurz an. Bremse funktioniert auch. Auch wenn jetzt... Ja, okay, ja. Ja, funktioniert. Okay. So. Aha. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Frontlader gibt. Ich habe zumindest das auch nicht geguckt gehabt. Ich gehe davon aus, dass das einfach hier... Würde dann wahrscheinlich auch funktionieren hier, ja. Okay. Na? Jetzt. Gucken wir mal nach dem Licht hier. Ah, okay, es geht auch hinten das Licht dann. War es beim anderen auch so? Auch hier nochmal die gelben Lampen. So. Gucken wir nochmal kurz nach hinten, ob der auch diese Lampen hat hinten. Oder ob ihr es übersehen habt. Nein. Also ihr seht, wenn ihr die Kabine habt, dann habt ihr hier auch noch einen anderen Scheinwerfer hinten dran, der dann die hintere Seite ein bisschen ausleuchtet, dann sozusagen. Genau, und jetzt gucken wir uns mal noch den anderen an. Das ist dann der DV. Hört sich nach meines Erachtens gleich an. Gucken wir mal hier unten, bis da unten. Hier drin dreht sich auch der Lüfter hier. Und hier unten dreht sich auch noch was. Hier, das da. Ihr hört auch den Sound immer wieder so ein leichtes irgendwie im Hintergrund, ne? Auch wieder Standard-Sound, auch hier. Von dem her doch eine feine Sache, das. Fährt sich aber genauso. Raucht auch ein bisschen oben raus. Echt eine feine Sache. Der Sound, sag ich, echt passt gut. Ob es der Original ist, ob es passt gut dazu, wollte ich natürlich sagen. Ob es natürlich der Original-Sound ist, keine Ahnung. Da bin ich raus. Genau, also ihr seht auch hier die Zeiger beim Tankanzeige, da tut wackelt auch irgendwas. Wenn es die linke ist, sieht zumindest so aus, ja. Und die KMH wird auch gedreht. Die Füße, ne. Schalthebel funktioniert auch. Also schon eine feine Sache, ne. Gut. Ja, was soll ich sagen? Netter Traktor. Echt von Oldie-Projekt. Genial. Keine Frage. Eine super Sache hier. Gucken wir mal kurz in die Log-Datei. Und da haben wir jetzt leider Gottes einiges an Warnings hier zum Verteilen. Beziehungsweise zum Zeigen, leider. Da würde also noch am besten noch ein Update hergehören, um die Fehler hier auszumerzen. Von dem her, aber sonst echt ein super Traktor. Ja, dann würde ich sagen, Link wieder in der Beschreibung unten drin, wenn ihr ihn haben wollt, zum Download wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann ein Däumchen nach oben und ein Abo, wenn es euch so gut gefallen hat. Dann sage ich mal Dankeschön dafür, bis zum nächsten Mal und tschüss.